The Voice of Germanina Tiatotua holt sich den Sieg. The Voice of Germany 2017 hat eine Gewinnerin, Samu Habers Kandidatin Natia Totua konnte sich mit großem Abstand gegen ihre Konkurrenten durchsetzen. Natia Totua ist The Voice of Germany 2017. Die Gewinnerin von The Voice of Germany kommt aus Georgien, Natia Totua, 21, konnte sich gegen die drei anderen Finalisten durchsetzen. Ein besonderer Moment auch für ihren Koch Samu Haber, 41, I Help You Hate Me, der in seiner vierten Staffel endlich seinen ersten Sieg erringen konnte. Natia Totua ist The Voice of Germany 2017, eine knappe Entscheidung war es nicht, gut 50% der Stimmen konnten Natia für sich verbuchen. Auf dem zweiten Platz landete der jüngste Kandidat Benedikt Köstler, 17. aus dem Team von Mark Forster, 33. Darauf folgten die Österreicherin Anna Heimrath, 20, Schützling der Fantastischen Vier, und auf dem letzten Platz Yvonne Katerfels, 38, Kandidatin BB Thomas, 33. Auch wenn ihre Kandidatin nicht gewann, Yvonne Katerfeld hatte trotzdem Spaß. Betritte sang ein Duett mit Natia geholfen hat sicherlich auch etwas Vitamin B, denn Natias Duettpartnerin Betritte, 36, wollte die quellige Georgierin mit den Dreadlocks gleich in ihre Familie aufnehmen und sah in ihr eine kleine Schwester. Ich habe zwar schon eine, aber sie ist besser, urteilte sie über Natia. Bei der gemeinsamen Performance von Dittes Song Wekultran waren beide jedenfalls auf einer Wellenlänge, stimmlich und dank glitzernden und glänzenden Outfits auch modisch gesehen. Kelly Clarkson, James Blunt und Rita Ora waren starkeste Stimmen, gewaltig fiel auch BBS Duett mit Kelly Clarkson, 35, aus, die zusammen Love It Sufte sangen. Schwermütiger war die Stimmung, als Anna zusammen mit James Blunt, 43, dessen eigenen Angaben zufolge traurigsten Song Don't Give Me To Zeus zum Besten gaben. Benedikt freute sich besonders über seine Partnerin Rita Ora, 27, von der Mark Forster gar behauptete, Rita steht ein bisschen auf Benedikt. Als Moderator Tore Schölermann nach deren Performance von Anne frotzelte, die beiden sollten doch Nummern austauschen, schien das allerdings beiden Sängern etwas unangenehm zu sein. Action by The Voice of Germany Action, doppelter Auftritt. Am Ende der Sendung wurde man wieder an das junge Alter des Kandidaten erinnert, die Siegerehrung musste er aufgrund der späten Stunde vom Publikum aus verfolgen. Kurz vorher hatte die Sendung noch ein vorgezogenes Weihnachtsgeschenk auf Lager, Edschan, 26, der zusammen mit allen Kandidaten schon den Auftakt der Show markiert hatte, sang seinen Hit perfekt, im Star Wars Weihnachtspulli. Ob er es damit in die Top 10 der Modesünden 2017 schafft? Bald gibt es The Voice für Oma und Opa. Wer nach dem Staffelende jetzt schon Wehmut nach dem beliebten Format bekommt, hat am Finaltag gleich noch eine gute Nachricht bekommen. Neben dem Original und The Voice Kids dürfen sich demnächst auch talentierte Sänger über 60 bewerben, sagt Punkt 1 hat die neue Show The Voice Senior angekündigt.